Moin zusammen, der Grigul ist wieder hier. Wir sind wieder mal bei The Hunter Call of the Wild. Unschwer erkennbar. Jagdschnipsel, Folge Nummer 4. Das ist wieder der Account Miss Rita. Und ihr seht es, es hat einen Fuchs gecallt und den versuche ich natürlich auch zu kriegen. Ja, Füchse geben gutes Geld. Ne, dafür, dass sie so schwer zu erlegen sind, ist ein ordentlicher Verdienst dabei. Deswegen ist das eine relativ gute Einnahmequelle, wenn man weiß, wie man sie jagen soll. Ja, und wenn man natürlich auch die entsprechende Geduld aufweist, um die Burschen zu kriegen. Ja, Account ist wieder Miss Rita. Nach der letzten Jagdschnipselfolge bin ich dann endlich mal hoch zum Aussichtsturm. Oh, Wahnsinn. Ja, ich habe den Aussichtsposten freigeschaltet. Wahnsinn. Echt, also, boah, klasse, ne? Und den Infopoint hier. Den habe ich auch frei. Ich bin jetzt gerade hier auf der Mission, ich glaube, Jäger 3 oder Jäger 4. Wo es ja darum geht, dass man 5 Spuren desselben Dammhirsches suchen muss. Und man geht natürlich dann dahin, wo man eh schon weiß, wo Dammhirsche sind. Und das ist halt hier die Ecke. Und aber wenn natürlich ein Rotfuchs da entgegenkommt oder es die Möglichkeit gibt, einen Fuchs zu erlegen, dann erlegt man den natürlich auch. So, kleiner Fun Fact für die, die es noch nicht wissen. Auf diesen Infopoint hier, diesen Infopunkten, kann man sogar drauf. So, jetzt halte ich so ein bisschen hier mal in diesen Weg rein. Aus einem ganz einfachen Grund, ab und zu kreuzen die Füchse diesen Trampelpfad. Und deswegen halte ich da jetzt mal rein, weil ich gedacht habe, dass der Fuchs, der da gecallt hat, von hier aus zu sehen, rechts hinter dem Busch, der jetzt außerhalb der Aufnahme ist, eventuell kreuzt er. Und dann kann ich doch, wenn ich eh schon drauf bin, den immer Schuss verpassen. Macht er aber nicht. Ja, er kreuzt nicht. Ich gucke noch mal ganz kurz, ob er vielleicht irgendwo im Hintergrund ist. Aber leider ist das nicht der Fall. Ihr seht es, wenn man ein bisschen erhöht steht, kann man auch ein bisschen was erkennen. Links von mir war ein anderer Fuchs am Callen. Das da ist der Fuchs, den ich sehen kann. Den da links hinterm Busch kann ich nicht sehen. Also versuche ich diesen hier zu erlegen. Zwei Füchse sind das. Shit. Kann ihn nicht mehr sehen. Könnte sein, dass ich ihn erwischt habe, aber... Yep, habe ich. Fuchs im Nebel. Wenngleich ein Weibchen, also das ist nichts Tolles, aber... Füchse sind eh schon selten. Bei mir zumindest. Und gerade mal... ich stehe gerade fest, ich habe noch zwei Sachen hier. Stufe 7. Ja. Fertigkeiten. So, da muss ich als erstes hin, auf diesen blöden Punkt hier. Ja, machen wir das so. Und Vorteile. Ah, da ist die Nulldistanz schon mal. Dann können wir die gleich schon mal die kurze kaufen. Sehr gut. Der ohne Nebel hier geht mir aber nichts auf den Senkel. Also erst einmal, gucken wir mal erstmal hier.
ist nichts. Das dürfte der Fuchs sein. Der vorne irgendwo liegen müsste. Hier ist ein Hochsitz. Oder Erdsitz. So. Da liegt erstmal der Fuchs. Die Füchsin. Weiblich, oben, hinten. Ah, hinten. Ja, Nebelschuss halt, ne? Sind halt nie besonders gut. Vor allem, wenn man mit dem, mit meinem Level noch so am Wackeln ist, ist das auch nicht so toll. Ja, solche Schüsse sind natürlich nicht besonders schön, gebe ich jetzt zu. Aber ich habe diesen Clip bewusst genommen, weil der halt schön lang ist und man schön halt labern kann. Es wird besser. Kann ich euch gar schon mal versprechen. Diese Mission hier geht es darum, dass ich ein Foto von einem Dammhirsch schießen muss. Und ich muss dazu mindestens 50 Meter von dem Tier entfernt sein oder noch näher. Habt ihr schon ein paar Mal bei mir auf meinem Kanal gesehen, wie das geht. Ich habe jetzt hier eine etwas andere Methode gefunden. Schaut selbst. Anruf. Hey, guck mal einer. Folgendes machen. Ich irgendwo unterstellen. Wo ich safe bin. Scheiß was drauf. So, die Methode, die ich da meinte, heißt Scheiß was drauf. Habe ich ja gerade schon gesagt. Einfach einen Hochsitz basteln, einfach reinstellen und die Tiere anlocken. Und ich finde es persönlich schön, wenn die Tiere einem so nahe kommen, dass man sie fast streicheln kann. Klappt natürlich nicht. Spätestens bei 10 Metern hauen die ab. Aber trotzdem, ich finde es schön, wenn die Tiere so nahe kommen. Und nicht immer ist Schießen oder das Erlegen der Tiere notwendig, beziehungsweise erstrebenswert. Ich finde es schöner, wenn die Tiere nahe kommen kann und sie beobachten kann. Das gibt mir so richtig den Kick. Werdet ihr wahrscheinlich später in der Aufnahme auch nochmal zu sehen bekommen, dass man Tieren auch mal sehr nahe kommen kann. Just received the picture. It's beautiful. Oh, I'm sure Gerlinda will love this. Everything you see now is part of the reserve, but the land itself is actually privately owned by the Sommer family. The current head of the family is Robert Sommer, and he's very supportive of the hunting reserve. Well, as long as it doesn't get in his way. You see, the Sommer family business has an agricultural arm, which includes the grain and corn fields spread throughout half of the reserve. Unfortunately, fallow deer love corn, and they've dug into the Petershain fields recently. Sommer usually turns to Gerlinda to keep the fallows off his fields, but she's been bogged down with the book lately. If you feel like hunting some fallow deer in Petershain, Sommer will make it worth your while.
Da hier nur weibliche Tiere waren, habe ich natürlich versucht weiter zu crawlen, in der Hoffnung, dass ein Männchen noch auftaucht. Vielleicht im Unterholz. Kam aber leider nicht, macht aber auch nichts. Nicht schlimm. Sollen sie ruhig abhauen. Das war ja schön gerade, ne? Nein, das ist nicht der gleiche Clip wie am Anfang. Ich habe also nicht versehentlich zwei Clips gemacht. Es ist der gleiche Punkt, nämlich dieser Infopunkt, wo ich wieder drauf liege. Und ich stelle schon wieder einen Fuchs hinterher, der da vorne gecallt hat. Ja, bei Grigor gibt es keine Clips zweimal, aber zwei Füchse. Na also, geht doch. Das war ein kleiner Dammhirsch, was ich eigentlich haben wollte, aber ein Rotfuchs, ein männlicher vor allen Dingen. Und wenn er dann auch noch so schön liegt, dann ist alles tutti. Was haben wir hier? Rothirsch. Okay. Ui, Gold. Sehr schön. Und Lungenflügel und Kammerschuss. Ja, den bewahre ich mir aber auf hier. Ja. Bingo. So muss das. Ui, nicht zu fassen. Ich habe mal einen männlichen Rehbock gesehen. Mein erster seit Stunden hier. Wahnsinn. Ja, dann gehen wir mal spaßeshalber hier hinten weiter hin. Den kann ich noch ein bisschen von der Seite anpirschen. Ohne Witz jetzt, das war wirklich der allererste Rehbock, den ich mit Miss Rita hier auf der Karte gefunden habe. Alles Mögliche gehabt, Rotwild, Dammwild, Schweine, Füchse. Hasen haben wir leider auch noch nicht gesehen. Kanadagänse auch noch nicht, aber das kommt später. Nicht in diesem Video. Aber das da war wirklich der allererste Rehbock. Ich habe mich gefreut wie Bolle. Da steht er. Da ist noch der Hochsitz. Den könnten wir eigentlich auch mal langsam aufbauen. So geht der. Ja, aber er ist ein bisschen weit weg. 138 Meter. Dann gehe ich mal ein bisschen in die Hocke. Seht ihr rechts im Bildschirmrand immer, wenn ihr merkt, dass da Bewegung drin ist. Ruhig, okay, er frisst noch. Gott. Lässt sich von uns nicht aus der Ruhe bringen, das ist auch gut so. Er wird uns natürlich irgendwann sehen, das ist klar. Ne? Wenn er da so offen steht. Oh, jetzt legt er sich sogar hin. Ich weiß nicht, wie weit der noch entfernt ist. Er wird nicht an Kurzsichtigkeit leiden, deswegen, also er wird uns irgendwann jetzt gleich sehen. Und wir können ihn ja schon mit bloßem Auge erkennen, das ist ja das Schöne schon mal. Ja. Ah, er hat was bemerkt. Er steckt da natürlich, es geht er runter. Ach, das ist zum Kotzen, ist das. So kann ich ihn auch nicht sehen.
ist er denn jetzt? Ach, da ist eine Senke auch noch, wa? Riechen kann er uns nicht. Da ist er. Hummelzwein, der ist viel näher dran, als ich gedacht habe. Und liegt. Mein erster Rehbock. Mit Level. Was habe ich hier? Was will ich? Oh, Stufe 8 bin ich schon. Nee, habe ich schon Vorteilspunkte? Nee. Stufe 8. Mein erster Rehbock. Kann man mal sehen, wie selten die hier geworden sind. Mal schauen, was das denn wohl für einer ist. Es wird kein großer sein. Ich tippe auf eine Silberwertung. Weibchen. Ja, Silberwertung. Das Geweih war zu klein dafür. Oh, auch wieder Kammerschuss. Ja, schön. So geht's doch. So geht's doch. Entschuldigung. Ist die Maus so ein bisschen verrutscht. Beziehungsweise die Matte. Ja. Dammhirsch. Brunftschrei. Ist sogar fast noch besser, weil den Dammhirsch brauche ich. Kleiner Dammhirsch. Kommt aber direkt auf mich zu. Mhm. Der ist größer. Der da ist größer, der kommt noch mehr auf mich zu. Mhm. Das ist der Althirsch. Komm, lass dich mal anklicken hier, mein Freund. Ja, ist definitiv besser. Schön, wie nah die wieder reinkommen, ne? Ah, die bemerken mich jetzt aber. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die beiden Männchen da angeschossen habe. Ist mir auch egal. Jetzt haben wir genug Lärm gemacht. Jetzt können wir das Ganze hier auch mal aufbauen hier. Ja, die Jagdhütte, die scheint mir, könnte mir was bringen. Zwar nur ein Erzsitz, aber immerhin. Ja. Und die, komm her, du. So. Also zumindest erstmal Dumbled. Silber, ja. Oh, Kammerschuss wieder. Ja, so, wenn die so kommen, dann ist es natürlich leicht, einen Kammerschuss zu machen. Klare Sache. So. Spannend, ob ich hier vorne irgendwo noch einen Anschuss gemacht habe. Glaube ich nicht. Habe ich mehr so auf Verdacht geschossen. Ich glaube nicht, dass das ein valider Treffer war. Aber wir müssen sowieso noch hier die Mission machen, hier, dass wir 5 verschiedene Spuren oder 5 Spuren eines denselben Dammhirsch finden müssen. Und das ist jetzt hier gerade so die Gegend. Also passt. Ja, vielen Dank. Und holen uns mal die 5 Spuren. Nummer 2. Und weitere Blutspuren habe ich hier nicht. Und wie gesagt, das kam nicht überraschend. Nummer 3. Ach komm, ich kann ja. Muss hier nicht auf.
Schweine im Nebel gefällig? Da in der Mitte, da ist eins. Seht ihr? Genau da. Ja, das läuft zwar weg, aber da muss man es halt nochmal markieren und dann wird geschossen. Aber leider Gottes gibt es keine anderen Schweine. Die anderen sind abgehauen. Naja, das eine reicht. Denn es war ein gutes. Ja, da lief ein Keiler. Da liegt jetzt ein Keiler. Mann, die sind weggelaufen, ja. Ja, scheiß Nebel. Was soll's? Aber zumindest einen Keiler gekriegt. Wo ist er? Wo ist das Schwein? Da ist das Schwein. Gold, jawohl. Doppelter Lungenflügel. Mit der Malma 7mm Magnum. Genau die passende Munition. Alles gut. Beute aufbewahren. Ne? Also. Keiner erlegt. Was war das? Kann ich nicht entziffern. Sollte liegen. Lungentreffer, perfekt. Zumindest sehr gut. Perfekt wäre natürlich ein Kammertreffer, aber. Oh ja, Gold. Okay. Hui. Hä? Wieso ist das Schienbein damit betroffen? Oder der Unterschenkel, besser gesagt. Mit 68er Wertung. Gold ist Gold. Also nehmen wir das auch mit. Geht doch. Ich habe ja vorhin schon mal erwähnt, dass ich es mag, wenn ich den Tieren nahe kommen kann. Oder wenn die Tiere zu mir nahe kommen. Hier komme ich jetzt gleich einem Rothirsch. Sehr nahe. Sehr nahe. Oh.
Er ist keine 50 Meter weit weg. Direkt in der Bildmitte. Seht ihr ihn? Da. Ich sehe ihn. Ihr auch? Oh, der ist aber sehr nah. Habe ich doch festgestellt. Hä? Schade. Und vielleicht ein Stück weit näher ran, aber musste jederzeit damit rechnen, dass der da aufkommt. Ja, dann holen wir uns mal unsere zwei Rothirsche. Ich weiß gerade, ob der erste Anschluss auch noch mit drauf war. Der war sowieso nicht allzu groß. Silber aus 12 Metern, ja. Da werden sie immer unruhig, wenn wir auf der Entfernung versuchen, was zu machen. Der hier war ja auch ein Lungentreffer. Auch nicht viel größer. Ja, komm. Auch Silber, ja. Ja. Warum nicht drüber zu reden, ne? Den muss ich aber noch haben. Schon so läuft, dann kriege ich ja auch einen Schuss ab. Da ist es mir egal, ob ich irgendwelche Dammwild oder Dammhirsche hier schießen muss bei den Petersheimer Maisfeldern. Aber wenn der Fuchs da so schon läuft, dann gibt es auch einen drüber. So mal als Männchen noch. Ich habe jetzt zwar natürlich noch keine Möglichkeit festzustellen aus der Ferne, wie groß das Tier ist und ob es welche Wertung es hat. Das kommt ja alles später noch. Aber den habe ich der liegt direkt im Schuss, also wird es ein guter Schuss gewesen sein. Ja. Jungtreffer direkt daneben. Eine Silberwertung, aber doppelter Lungenflügel. Herz knapp verfehlt, schade drum. 115 Meter, aber 6,64. Ja. Passt. Vor allem 1300 Credits. So weit weg. Aufpassen jetzt. Brauchst du nichts mehr zu melden, Freund? Der Bock ist hinüber. Ja. Goldwertung hat er auf jeden Fall gehabt. Ja klar. Ja. 67. Ja. Lässt sich sehen.
gerade, bin gerade bei 21.000. Ich kann mir das neue Visier kaufen. So, im folgenden Clip, liebe Leute, habe ich eine knappe Dreiviertelstunde einem Dammhirsch verfolgt. Ich habe den zufälligerweise heute Morgen, als ich von der Nachtschicht nach Hause gekommen bin, habe noch ein bisschen gezockt hier, um müde zu werden, hatte ich hier die Mission, dass ich halt in den, dass ich hier in der Nähe der Windmühlen ein Hochsitz, von einem Hochsitz aus ein Wildtier erlegen sollte und es verwerten. Ja. Ich bin jetzt da heute Morgen dann da hinten zu dem Hochsitz hingegangen, habe den erstmal, muss den ja erstmal aufbauen und auf dem Weg dorthin sah ich einen Dammhirsch mit einem für mich aus der Ferne schon deutlich sichtbarem, ausladendem Geweih. Da habe ich mir gedacht, ups, holla. Also entweder ist das ein Darstellungsfehler von der, es ist ja immer so, dass in einer gewissen Distanz her das nicht mehr so genau gerendert wird. Also entweder ist das ein Darstellungsfehler oder das Ding hat ein verdammt großes Geweih. Ja, ich habe mich dann hier auf den Hochsitz erstmal hingestellt, habe die erstmal links liegen lassen. Ich habe ungefähr gewusst, wo er dann in der Ferne verschwunden ist. Hab noch versucht zu callen, hat nicht darauf reagiert. Hab nur gesagt, ne, wenn der Grigol hinter mir ist, dann habe ich dann, hau ich lieber ab. War auch ganz gut so. Und ja, dann habe ich erstmal den Hochsitz gebastelt, hab gemerkt, da kommt nichts. Ja, ihr wisst das mit diesen Warten auf eine bestimmte, auf Warten auf Tiere-Mission, das kann manchmal lange dauern. Deswegen bin ich jetzt auch, nachdem ich ein bisschen geschlafen habe, im realen Leben geschlafen und auch hier geschlafen habe, jetzt am frühen Morgen an dieser Stelle und werde jetzt gleich den Hochsitz bemannen. Und schöner Sonnenaufgang. Hm? Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann auf die Spur gemacht und habe dann diesen Dammhirsch verfolgt. Ich habe also die ganzen Spuren immer nachgetrackt, bin nachgeschlichen, bin in einmal sogar zu nahe gekommen, dann ist er wieder abgehauen. Und da konnte ich dann feststellen, dass der wirklich große Schaufeln hatte. Also Schaufeln. Dammhirsch hat ja keine Geweihstange, sondern Schaufeln. Und da bin ich ihm weiterverfolgt. Und was dann kommt, das ist ein Bahiree. Das interessiert mich auch nicht. Und was dann kommt, das seht ihr dann jetzt. Viel Vergnügen. Nicht im Ernst jetzt, ne? Da steht er. Guckt euch mal das Geweih an. Also wenn das nicht ein dicker Brocken ist, ne, dann weiß ich es nicht.
35 Meter. Tja, Leute, dann wollte ich mal sagen. Und da liegt er. So. Und wenn die Wiesentesten dann gleich kommen, dann kriegen die auch was auf den Latz. Zumindest ein Wiesent hatte da jetzt zumindest gecallt, aber wo das abgeblieben ist, weiß ich nicht. Aber das ist mal eine Geweihstange, wa? Alter, die Walter. So doof, dass der jetzt ein bisschen bescheuert da liegt, aber ein Diamant. Na also, wusste ich's doch. Dafür hat sich die Dreiviertelstunde Schleicherei aber auch ganz gewaltig gelohnt. Ein Diamant. Alter. Ha! Wunderbar. Geil, wa? Das habe ich schon von weitem gesehen. Als ich den von der halben, dreiviertel Stunde zum ersten Mal durch Zufall gesehen habe, habe ich gleich gedacht, ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Riesengeweih? Geil. Ha! So, Level 13 und gerade erster Diamant und ein richtiger Diamant. Um das mit der Dreiviertelstunde mal ein bisschen aufzudröseln. Ich habe nicht, wie ich gerade gesagt habe, von der Dreiviertelstunde den Hirsch gesehen und bin ihm nachgestiegen. Das ist ein bisschen falsch dargestellt. Ich habe ihn heute Morgen gesehen, wie in dem vorigen Clip erwähnt. Hab dann erstmal eine Pause gemacht, habe den Rechner und das Programm angelassen. Ich habe es also laufen lassen. Und bin dann nach der Schlafenspause an demselben Startort wieder gestartet und habe dann quasi die Spur, die ich vorher markiert habe, bevor ich schlafen gegangen bin, verfolgt. Und das hat eine Dreiviertelstunde gedauert. So, aber das ist jetzt auch langsam das Ende der Folge. Also wir haben also ziemlich alles gehabt an Stufen. Also ich weiß nicht, ob wir eine Bronzestufe hatten. Bronze ist, glaube ich, in diesem Video gar nicht drin. Aber Silber, Gold und ein Diamant. Ich habe mich gefreut wie sonst was. Ganz ehrlich. Als ich den Diamant-Dammhirsch gesehen habe, haben mir die Hände gezittert. Also ganz ehrlich. So, ich bin jetzt auch gerade von der Pause zurück, deswegen knarzt das so im Hintergrund. Ach ja, zum Abschluss noch ein paar Schweine. Ne? Oder eins zumindest. So, das war es dann aber auch schon für diese Folge. Ich wünsche euch was. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Oh, der liegt. Sehr schön. Macht's gut. Alter, der zweite Schuss war scheiße. Der Gegner hat dich getroffen. Ja, wie gesagt, macht's gut. Bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch was. Viel Spaß im Spiel. Allzeit weit mein Seil. Und dann sage ich schon mal Tschüss. Und wir gehen oder sehen uns dann. Ist gerade wieder getroffen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein. Macht's gut. Euer Grigul. Also den hier, da werde ich jetzt mal einen Marker draufsetzen.
ein Männchen auch wieder mal komplett durch. Ich schätze mal, hier ist kein zweiter Anschuss gelungen. Nein. Sieht mir nicht danach aus.